Motor, Power, Passion. Herzlich willkommen zum zweiten Sonntagstreff hier im Mercedes-Benz Classic Center in München. Trotz des schlechten Wetters sind sehr viele Oldtimer- und Sportwagenliebhaber heute hier. Und einige dieser tollen Fahrzeuge stelle ich Ihnen jetzt einmal vor. Trotz des kapriziösen wechselhaften Wetters kamen viele Automobilfans zum Sonntagstreff Motor, Power, Passion am Mercedes-Benz Center in München. Die Stimmung war bestens bei Kaffeespezialitäten und frischem Gepäck. Wer sich und seinen Klassiker vorher angemeldet hatte, nahm sogar ein kleines Präsent mit nach Hause. Neben den Klassikern mit Stern wollten auch andere Raritäten auf den Vorplatz. Mit dabei war ein vom Aussterben bedrohter Volkswagen Typ 412, liebevoll auch Nasenbär genannt. Erzählen Sie mir noch etwas über Ihren Wagen, was haben Sie für einen? Also es handelt sich hier um einen VW-Variant 412 LE. Der Spitzname von dem Auto, und das sieht man eben auch hier überall so an den Schildern oder hier auch an dem kleinen Vieh, sage ich jetzt mal, ist der Nasenbär. Wurde ja damals ziemlich zerrissen, das Auto, weil viele fanden das ziemlich hässlich und hatten auch wohl einige Probleme, insbesondere auch was die Heizung angeht. Deshalb hat dieses Auto auch schon eine Standheizung, was jetzt für so ein altes Auto sehr ungewöhnlich ist. Es funktioniert aber auch alles, also es ist alles in voller Funktion hier in dem Auto und es ist auch alles original. Egal ob das Radio oder der Drehzahlmesser, den es halt damals dazu gab. Also alles so authentisch, wie das damals halt gemacht wurde. Was können Sie mir für eine schöne Anekdote zu dem Auto erzählen? Also was ich bei dem Auto ganz schön finde, ist, es gibt eine sehr schöne Historie zu dem Fahrzeug. Also es gibt so einen ganzen DIN A4-Ordner, wo unter anderem der Vorbesitzer auf so kariertem DIN A5-Zettel so seine ganzen Ausfahrten beschrieben hat, also wo er dann morgens um 9 Uhr losgefahren ist und gesagt hat, ich packe meine Freundin ein, wir haben heute schönes Wetter, alle Stände sind in Ordnung, Öl und so weiter, und dann hat er genau die Kilometer dokumentiert und dann hinterher hat er dann wieder gesagt, ich habe alles schön aufgefüllt, Auto ist gut gelaufen, wir hatten einen schönen Tag, und da gibt es also bestimmt 50, 60 Zettel dazu. Und das finde ich halt sehr schön, weil man dann einfach so ein bisschen das so ein bisschen nachvollziehen kann, was das Auto so erleben hat. Als erstes historisches Motorrad war bei dem zweiten Sonntagstreff ein Rudge Ulster mit ganz spezieller Verbindung zu Mercedes-Benz zu sehen. Die Marke Rudge war in Coventry angesiedelt, in England. War eine Fahrradfabrik, wie nahezu alle Motorradfirmen sind aus Fahrrädern, irgendwann Fahrräder mit Hilfsmotor, dann Motorräder und dann hochkarätige Maschinen entstanden. Diese Firma hat sehr viele Sandbahnen und teils Rennmaschinen gebaut. Auch diese ist rennfähig, hat extrem starken Motor, über 35 PS, wenn man will, bis 60 PS kann ich die einstellen. Und die Firma Coventry, Rudge Coventry, ist bekannt für den Rötsch-Radverschluss am 300 SL. Ist der Rötsch-Verschluss, wurde vom Ingenieur Rötsch erfunden und gegenüber in Boani, und das sind alle Jaguars und Mercedes mit Zentralverschluss, sind von der Firma Rötsch-Kant. Als der Himmel aufklarte, holte der Rötsch-Besitzer noch sein vierrädriges Schmuckstück von Mercedes-Benz zum Sonntagstreffen. Wenn aus dem jungen Stern ein Oldtimer wird, ist es für den Besitzer Grund zur Freude. Ich fand es immer schon sehr interessant, alte Sachen zu haben, mechanische Sachen zu haben, und habe dann diesen Wagen gesehen, diesen Mercedes, und habe gesagt, den will ich haben, der gefällt mir. Und so bin ich zu dem Hobby Oldtimer gekommen. Ich habe das Auto jetzt seit 2,5 Jahren. Das ist eines meiner Fahrzeuge. Ich habe andere Fahrzeuge auch noch. Und dieses Auto wird dieses Jahr 30 Jahre alt. Und das ist jetzt so ein Schmuckstückchen, das von dem Youngtimer in den Oldtimer reinzubekommen, das hat schon was. Das ist, glaube ich, schon auch schön und macht mir jeden Tag Spaß zu fahren damit. Viele Oldtimer-Besitzer verbindet ein ganz spezielles Erlebnis mit ihrem Fahrzeug. Was verbinden Sie mit Ihrem Wagen? Haben Sie eine Lieblingsroute, an die Sie gerne zurückdenken? Oh ja, ich war als Lehrling habe ich mal in der Nacht den Bus versäumt, und dann hat mir ein Schwede mit so einem Teil hat mich dann in der Nacht im Schneetreiben nach Hause gefahren. Den habe ich gesehen und das ist mir das wieder eingefallen. Das ist ein Volvo P210 Duett, Baujahr 1967. Den habe ich gekauft ungefähr in diesem Zustand, vor 20 Jahren. Der war ungefähr 10 Jahre nicht freigestanden, und da habe ich 10 Jahre investiert. Ein bisschen Arbeit und ein bisschen Geld, und jetzt schaut er so aus.
Ein bildschöner Hudson Hornet machte seine erste Ausfahrt nach aufwendiger Restauration zum Sonntagstreff und zog die Blicke auf sich. Prachtvolle Limousinen und erfrischende Cabriolets gesellten sich zu jungen Oldtimern mit Sternen. Im Classic Center wartete ein Line-up der jüngst eingetroffenen Pagoden auf die Besucher. Die jungen Gäste machten in Neuwagen erste eigene Erfahrungen. Das war's für heute. Schön, dass Sie mit dabei waren. Der nächste markenübergreifende Sonntagstreff findet am 10. Juli statt, wieder hier bei Mercedes-Benz im Classic Center in der Arnulfstraße.